Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Galgenberg. So, jetzt müssen wir was einschalten hier. Zack, was sehen. So, Ballen haben wir gestapelt jetzt wieder und weiter geht's. Let's go. Weiter geht's. Ist die BGA. Gucken, was wir da schon reinkriegen noch alles. Ja, schon im Juli, bevor ich einen Raps dann loskriege, habe ich mal verkaufen, egal zu welchem Preis. Ich brauche die Kohle, brauche einfach die Kohle, um mir gewisse Sachen leisten zu können. Kann ich jetzt nie auf den besten Preis hoffen, sondern einfach hier gucken. Ja, oh, oh. Drücken. Umgeformt gerade wieder. Guck mal, was wir hier von reinkriegen. Schon mal hier, sagen wir, Geld verdienen mit. Bis wir so weit sind, dass es nicht mehr annimmt. Ist das verkauft er noch? Steigt. Noch haben wir losgekriegt. So, let's go, weiter geht's, die nächste Ladung holen. Euro Umweltbonus. Und weiter.
so auf, dass wir das Zeug, was da oben noch liegt, alles jetzt auf einen Anhänger kriegen. Eingeschalten ist schon wieder, ist weggekriegt, so viel ist es nicht mehr. Sollten wir wegkriegen. Noch dann haben wir es. Soweit ganz gut bis jetzt geschafft alles. Hier um 30 Grad. Boah. Selbst während da. Ich habe jetzt bei mir aktuell 26 drin wie draußen. So, den halt mein Enger noch zur BGA bringen. Ganz kurz jetzt hier stehen. Seht ihr, ich habe den nicht. Den nicht. Den nicht. Ah, es hat nicht schon Bild. Gucken, ob ich da besser hinkomme, wenn ich den hinten ins Dienst und schubse. So sehr hin und her schmieren.
das passt ja voll. Das ist nochmal in den letzten Zügen. Die Hälfte haben wir rum und meine Waschmaschine ist fertig. Wir gucken, ob wir es auf 90 schaffen, aber denke ich mal nicht ganz. Bei 86. Ach ja, 1500 kommen noch dazu. Ah, knapp. Es wird knapp. Ah, mir fehlen 900. So ist aber alles drin. Und wir können jetzt hier hingehen, ist abgeschlossen und abschließen. Da haben wir fast 100.000. Und da können wir uns ja fast die Wiese kaufen. Wenn sie soweit schon wieder anreif ist, muss ich gucken. Meine Wiese, damit ich das alles in einem Rutsch machen kann. Darunter. Müssen wir jetzt gucken. Oder erstmal heiß aufräumen und dann sehen wir weiter. So, gehen wir mal gucken, wie es unten aussieht. 100.000 kaufe ich die Miete, habe ich dann bloß ein Pedo. Bei Geld 50. Können wir noch was anderes schnell gucken. Das erntereif, das ist schon mal gut. Könnte man dann nämlich mähen. Und wie sieht es hier aus? Muss auch gepflegt werden. Hat drei Wachstumsstufen. Das heißt, wir können kaufen und dann mähen. Anfangen. Und da ich ja alles wieder pflügen muss, so haben wir es, Weltkasse da. Dann kaufen, zack. Kaufen, voll. So, jetzt geht's hier wieder. Bodeninformation kaufen, jawohl. ...71 haben wir. Das sind nicht so schlechtes eigentlich. Aber es ist, wie es ist.
Fließband gefahren, dass eine Test schon mitgreift. Fangen wir oben gleich an. Den Ballenlager und sowas drauf auf die Wiese. Die bringt man nicht wirklich was. So, da sind wir schon wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.